Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute lustige und peinliche Sportmomente an. Timber. Fußball als erstes. Timber. Zurücklegen vor Allaire. Oh, Bruder. Jetzt noch drin, ist doch alles gut. Und was macht jetzt? Das passiert beim Fußball aber, glaube ich, solchen Leuten richtig oft. Warum macht ihr denn immer den Knierutscher? Das ist doch einfach auch nicht geil, finde ich. Sie nimmt Anlauf mit einem Basketball. Ach, das sind diese Halftime-Shots. Man muss aus einer langen Entfernung. Sorry, aber da wäre ich echt lieber gar nicht angetreten. Aua. Oh, ein Skater. Nee, ne? Peinlicher Moment. Oh, er haut den Kameramann um. Aber das verstehe ich generell häufig nicht, wie die Kameraleute so nah da immer am Feld stehen können. Aber ihm geht's gut, glaube ich. Die geben sich auf jeden Fall hier die Faust. Also alles gut gegangen nochmal. Und er filmt sogar weiter. Och Gott, ey. Und so eine Kamera, ne, so ein Ding, das kostet ja auch safe 15.000 Euro oder so. Hier haben wir einen Gewichteheber, das werde ich nie verstehen. Das ist ja so schlecht für deinen Rücken und Körper. Die machen dann eine Wiederholung. Das ist ja nicht... Das ist ja... Hier haben wir Eisläufer. Das ist, glaube ich, in Island dieses Rennen, ne? Sie ist Erster oder er, keine Ahnung. Ich glaube, es ist eine Sie. Sie gibt Gas. Oh nein, sie fällt. Kommt sie ins Ziel? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott. Ich dachte, sie rutscht dann zumindest noch ins Ziel und wird Zweite, aber sie ist einfach Vierte geworden, also Letzte. Das geht doch nicht. Hier haben wir einen Basketballer. Und er lässt sich lange Zeit, um zu werfen, oder wie? Und wahrscheinlich wird er dann trotzdem total reinkacken, wie man sich das vorstellt. Nee, er wurde abgepfiffen, weil er sich so lange Zeit gelassen hat. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Du hast doch eh kein Zeitspiel beim Basketball. Es geht ja nicht. Es wird ja gestoppt. Muss ich nicht verstehen gerade, oder? Hier haben wir den FIFA-Präsidenten, glaube ich, der hier die Leute auszeichnet. Der gibt den... Ah, die Glatze wurde gestreichelt. Der Typ ist auch so unsympathisch. Ne? Er ist einer der unsympathischsten Menschen der Welt. Hier haben wir einen MotoGP-Fahrer. Der muss wahrscheinlich pissen, denke ich mal, oder? Oh ja, er geht in Dixie-Klo. Das ist halt generell so das Ding, ne? Wenn du auch so bei 24-Stunden-Rennen, wenn du dann so fährst so lange, oder generell beim Sport, dass man da nicht pissen muss. Ich muss so nicht oft pissen, aber ich muss so oft kacken. Ich glaube, bei meinem Glück, wenn ich Fußballprofi wäre, ich würde so in Minute 10 merken, scheiße, ich muss so kacken. Dann würde ich mir bei einer Grätsche irgendwie in die Hose scheißen. Digga, ich sag's euch, es gibt nichts Schöneres für mich zum Fressen. Hier haben wir wieder einen Basketball-Clip. Jemand kriegt den Ball. Wo ist der denn hin? Wo ist der denn hingeflogen, Alter? Guckt euch das mal an, einfach außerhalb des Stadions. Alter. Er ist einfach hier. Oder da saß seine Ex und er wollte die abwerfen oder so. Hier haben wir wieder Fußballclip. Schöner Seitenwechsel, nee, hat nicht ganz geklappt. Er nimmt ihn über ihn drüber einfach. Hätte er doch gar nichts gemacht. Oder hat er mit der Hand? Hat er mit der Hand kurz so gemacht? Das ist schon häufiger mal passiert. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber haben die da noch eine Wiederholung? Handspiel, sagt er wirklich. Der hat den so mit der Hand drüber geschlagen, das habe ich gar nicht gesehen. Zack, yo. Lachkick. Aber warum macht man sowas? Weil du weißt ja, es wird übertragen. Und es gibt Videoassist. Warum macht man das dann? Nächster Clip. Skifahrerin. Nee, Skifahrer. Das finde ich eh mal irre. Wie knapp die da... Oh. Oh. Da kannst du ja auch nicht einfach so anhalten bei den Geschwindigkeiten, ne? Hier haben wir wieder einen Fußballclip. Der hat ihn festgehalten. Hä? Ja gut, aber es kann manchmal passieren, ne? Dass man irgendwie festgehalten wird und dann nochmal komisch irgendwie nach hinten fällt. So genauso, das sagen auch viele beim Fußball. Ey, der hat ihn doch nur gestriffen. Ja, aber wenn du mit 30, 35 km/h, wie einige Spieler so schnell mittlerweile sind, irgendwie so ein Adeyemi oder so ein, keine Ahnung, so ein Linden Miner oder Davis oder so, wenn die so fix sind, kann es schon häufig passieren, dass dich nur eine kleine Bewegung dann voll aus dem Gleichgewicht bringt und dass man dann am Ende... anders hinfällt, als es vielleicht natürlich aussehen würde. Ich als Fußballprofi kann es ja sagen, ich war ja kurz davor, bei Bayern München zu unterschreiben, aber dann war ja der Kugelschreiber leer. Ich meine, lache, wenn ich jemand hasse gerade und lachen muss trotzdem. Was war das denn? Was ist das denn für ein Sport? Oh, er läuft einen Typen um. Warum läuft er da denn auch rum? Ich verstehe es nicht, aber ich verstehe den Sport auch nicht. Was war das? Eine Mischung aus Baseball und Polo oder so? Oh nein, Fahrradfahren kann ich mir nicht mehr geben. Wenn da einer hinfällt, das tut auch immer so weh. Hier haben wir wieder einen Fußballclip. Wird weggeschleudert.
Das würde ich aber auch mal machen. Das ist doch lustig. Das sind dann auch so Sachen, worüber sich Leute unterhalten. Generell, man braucht in viel mehr Sportarten viel mehr Humor, finde ich. Dass dann Schiri dann auch nicht direkt sagt, ja, okay, Schwalbe vorgetäuscht, rote Karte. Klar, wenn er dann sagt, okay, ich wollte einen Elfer und beschwert sich, ja, klar, okay, vernünftig. Aber einfach mal, wenn man dann wegfliegt oder gefault wird, einfach nur so 10-mal umschlagen. Aber nicht so auf Neymar von wegen, oh, jetzt habe ich mich verletzt und dann so auf witzig und dann lachend aufstehen oder so. Das wäre viel cooler. Hier haben wir wieder einen Fußballclip. Er läuft über die linke Seite, schießt. Voll. Das war ein Torschuss? Und in so einer Liga spielt Ronaldo jetzt. Also ich weiß nicht, ob das die Liga ist da in Saudi-Arabien, aber so vom Ding her. Hey, das würde ich mir nicht antun. Auch nicht für 250 Millionen, die er da im Jahr verdient, ne? Hier ist ein Poolspieler oder Bill. Oh! Ah ja, immer direkt da drauf gucken, dass da irgendwas kaputt ist, genau. Den Sport habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte mal, die müssen einfach nur die Bälle reinmachen. Oder die Kugeln. Aber die müssen ja so richtige Muster irgendwie und in einer bestimmten Reihenfolge oder irgendwie sowas, ne? Ja. Hier haben wir wieder so einen Billard-Clip. Und das heißt dann Pool eigentlich, ne? Guck mal, der packt zwei übereinander, um da hinzukommen. Das ist auch ein riesig großer Tisch, ne? Und oh nein, abgerutscht. Was müssen die da jetzt genau machen? Muss man da irgendwie rote... Weil die haben ja auch alle, also normal bei Billard hast du ja halbe und ganz und dann musst du die nur reinmachen, aber ich glaube, da würden die eh direkt gewinnen. Komm mal selber nachdenken über deine dummen Frage. Hier haben wir wieder einen Fußballclip, Frauenfußball diesmal. Oh, was ist das denn für ein Rückpass? Und sie macht die Bude. Hä? Ja, okay, das ist schon... Das kannst du nicht machen, aber die haben geile Socken an. Weiß ich nicht, muss das... Wenn ich Fußballteam wäre, ich würde auf jeden Fall so eine Art grüne Trikots machen. Weil dann bist du so ein bisschen so Navy-mäßig, wie die Bundeswehr, so getarnt. Hier wieder ein Fußballclip. Manchester United spielt hier gegen... Was passiert denn hier? Da war sogar Ronaldo. Aber was passiert denn da? Ganz normales Tackling, oder? Oder der werden alle umgehauen einfach. Hä? Das war doch kein lustiger und peinlicher Sport, Mann. Okay, Basketballclip, da bin ich gespannt. Gucke ich in letzter Zeit sehr, 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 sehr viel. Wieso hat er denn gelbes Trikot an und die anderen blaue? Oh. Wow. Oder war das All-Star-Game? Nee, das ist was anderes. Chuck gegen Chuck. Also, zwei verschiedene Chuck. Chuck gegen Chuck. Also. An der Stelle beenden wir das heutige Video jetzt auch, meine Damen und Herren. Wenn euch diese lustigen und peinlichen Sportmomente gefallen haben, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Welche Sportart betreibt ihr? Auch wenn ihr gar keine macht, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich glaube, die meisten werden eh Fußball schreiben. Aber vielleicht macht ihr irgendwas Verrücktes. Reiten. Das ist jetzt auch nicht so verrückt, aber Squash. Keine Ahnung. So vom Ding her. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Haut rein. Ciao.